Die Gretchenfrage. Hoch drei. So läuft das Spiel. Ich frage, ihr antwortet. Und los geht's. Aber nicht schummeln. Ich merke das. Stelle dich kurz vor, wer bist du und was machst du so? Ich bin Julian Sengelmann. Ich bin Schauspieler, Musiker, Moderator, Sprecher und Theologe. Und was machst du so? So dies und das. Je nachdem, was gerade so ansteht. Ich habe das große Glück, viel auf der Welt unterwegs zu sein für mehrere Sendungen, die ich moderiere. Unter anderem eine, die heißt Feiertag Sengelmann sucht. Da bin ich auf der Suche nach Feiertagen. Jeder Religion und jeder Konfession, jeder Couleur und reise um die Welt und gucke, wo die ganzen Dinge eigentlich herkommen und warum wir die feiern und warum wir alle gar nicht mehr wissen, warum wir die feiern. Und was ich sonst so tue, ich bin als Schauspieler schon sehr lange unterwegs. Ich bin als Musiker ziemlich viel unterwegs und war früher mal da relativ erfolgreich, jetzt bin ich es nicht mehr. Und spreche viel und unterrichte an der Uni praktische Theologie. Das mache ich so. Es wird also nicht langweilig. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Nun, ich bin evangelischer Theologe und gläubiger Christ und ich bin gerne Protestant. Und ich bin deswegen gerne Protestant, weil wir theoretisch so angelegt sind, dass wir uns immer selber hinterfragen müssen. Und das finde ich für jede Religion sehr, sehr wichtig. Ist man nur noch traditionelles Abstellgleis und macht man das nur, weil man das so macht? Oder macht man das so, weil es noch relevant ist und weil es noch Lebensbezug hat? Und deswegen bin ich gerne Protestant, denn theoretisch, Ecclesia semper reformanda, müssen wir uns immer weiter verändern und hinterfragen. Das gefällt mir gut. Was ist dir wichtig? Also neben all dem, was man immer sagen muss, nämlich Weltfrieden und Tatütata, was mir natürlich wichtig ist, was ist dir wichtig? Wahrscheinlich, was ist dir in Glaubenskontexten wichtig? Mir ist wichtig, dass bei uns Protestanten der Zweifel immer mit angelegt ist. Die Zerknirschung, wie Luther sagt. Weil ich finde, dass das Glauben sehr, sehr lebensnah macht. Ne? Weil wenn Glauben sehr, sehr einfach wäre, würden es alle tun. Mir ist wichtig, dass wir zweifeln dürfen, dass wir scheitern dürfen und dass wir trotzdem geliebte Kinder Gottes sind. Und in allem, was ich tue, die Fachleute nennen das doxologisch, versuche ich zu erkennen, was für Gaben ich gekriegt habe von Gott. Womit bin ich gesegnet? Und alles, was ich tue, versuche ich auch zum Lob Gottes zu tun. Das ist mir wichtig. Letzte Frage. Wenn du eine Person aus der Bibel treffen könntest, dann wäre das stark. Dann wäre das, glaube ich, genau in dem Kontext dessen, was ich gerade gesagt habe, wäre das Jona. Weil Jona so jemand ist, der so sehr Angst vor seinem eigenen Zweifel hat und vor seinem eigenen Scheitern hat, dass der lieber versucht, einen unmöglichen Ausweg zu finden, als sich seiner Aufgabe zu stellen. So, und der hat so viel Angst vor dem eigenen Scheitern, dass Gott ihn nicht scheitern lässt. Und ich finde dieses Spannungsfeld, in dem er ist, zwischen Selbstzweifel und Größenwahn, das finde ich total spannend. Und das ist was, was ich auf jeden Fall auch aus meinem Leben kenne, mit vielen Dingen, die ich mache und vielen Ängsten, die ich habe. Und deswegen würde ich Jona gerne treffen. Na, war doch gar nicht so schwer. Und? Bin ich zufrieden mit den Antworten? Ja.